Willkommen zu einer neuen Folge Ikaros. Genau, wir sind ja jetzt im Wüstengebiet und wir haben uns dazu entschieden, das Level Spirit Level Survey zu machen. Genau, wir sollen geologische Gletscherdaten sammeln. Ich lese das Ganze nochmal ein bisschen durch. Biom ist halt wieder die Canyons, also Wüste. Hintergrund: der Betreiber untersucht Formationen exotischer Materie und benötigt detaillierte geologische Erhebungsdaten aus der Canyon-Region. Die Mission ist, errichte an drei Standorten Geostationen und eine Zentralablenkstation zur Übertragung der Daten in den Orbit. Eine zusätzliche Konstruktion zur Anhebung der Untersuchungsstation auf ein Sichtkontakt gewährleisteter Niveau ist möglicherweise erforderlich. Bedingung: der Betreiber stellt die Forschungsausrüstung zur Verfügung. Der Vertragspartner ist für deren Sicherheit verantwortlich. Okay, gibt es 150 Belohnungen, 2 Totenköpfe und haben quasi 7 Tage Zeit. Das sollten wir wohl schaffen. So, und, ja? Das wir schaffen, also das schaffe ich. Genau. Denke ich auch, kriegen wir hin. Genau, es erstellt das Schürfgebiet, wird es gleich dazukommen können. Okay, jetzt kommt der Ladebildschirm. Und. Gleich bin ich in der Kapsel. Jetzt bin ich in der Kapsel. Also sollte jetzt wahrscheinlich gleich gehen. Im Text schreibt er gerade von drei Sachen, die man, wo man diesen Ablink setzen soll, dort den Scanner da. Okay. An der Beschreibung stand da nur 2 Alpha und Fuse, ne? Genau, deswegen. Schnell werden 2. Ja, gucken wir mal, ob es wirklich 3 sind. Their research teams think they can predict where it forms, but they need more geologic data. Okay, könnte es reinkommen. Nee, ich bin dabei. Ich joine schon. Gar nicht den Text gesehen. Okay. Vielleicht war das etwas auf dem Ladebildschirm bei dir. Mhm. Oh, doch, jetzt steht dein Name auch da. Sights are on your map, and you'll find drop pods with the gear nearby. But it gets better. Animal life doesn't exactly love our tech, so keep your eyes open. Landest du denn? Ach da, oh, auf der anderen Seite des Sees, okay. Dann können wir erstmal wieder die Ausrüstung ein bisschen herstellen. Oh. Oh. Sieht aber ziemlich grün aus hier. Ja, wahrscheinlich muss er erst gerade wieder in das Wüstengebiet reinlaufen. Ja, ist ja so nicht schlecht. Guck mal, schon ein paar Stücke an Fasern sammeln. Also ich will mich nicht beschweren. Manchmal kurz so mal die Basics und dann komme ich zu dir rüber. Du liegst ja quasi schon näher an dem Punkt, wo wir hin müssen. Dann kriegen wir auch besser gleich die erste Ausrüstung zusammen. Einfach noch ein Baum zum Zahnstocher verarbeiten. Flasche ist gefüllt. Sehr gut. So, mache ich auch direkt mal. Achso, ich wollte noch Sauerstoff mitnehmen.
Und hast du jetzt auch die Spitzhacke geholt? Oder was hast du jetzt von den Punkten geholt? Nee, ich gehe gleich direkt auf den Anzug. Okay, brauchst du aber auch noch bestimmt einige von der Extra-Währung oder hast du das auch schon zusammen? Nee, ich hab. Wo sieht man das? Ja, ich glaub, hier siehst du das jetzt gar nicht, glaube ich. Ich glaube 50 habe ich jetzt. Oh, hast du doch einige Male Hardcore gemacht. Ja. Weil man da gut leveln kann, ne? Mhm. Sieht ja nicht ganz gut. Oh, ich bin erst bei 10. Aber habe ich halt einen Sekundär-Charakter gemacht. Also nicht mit dem, ne? Weil sonst hätte ich ja gelevelt. Mhm. Nee, mit dem Sekundär probiere ich immer aus, was ich dann denke, oh, das ist gut oder das ist kacke, dann, wenn das kacke ist, dann skill ich das halt bei meinem Hauptcharakter nicht. Mhm. So, zum Beispiel so, ich habe einen Speer ausprobiert und denke, Speer ist kacke. Speer, also, vielleicht, wenn man mit dem Speer gut umgehen kann, ich kann es nicht, also für mich kommt ein Speer nicht in Frage. Speer. Ja, den hätte ich auch eher auch für Nahkampfsachen genommen. Das ist halt ein bisschen also größer Reichweite, aber. Der ist so zum Werfen. Werfen macht ja gut Schaden, aber ja, dann findest du ja nicht oder dann wirst du daneben. Naja. Ja. Nee, Speer gefällt mir nicht. Hab's ein bisschen probiert, aber nee. Sag mir nicht zu. Das. Ich glaube, mein erstes Knochenmesser habe ich nicht. Ja, habe ich gerade auch gemacht. Ich hole mir noch mal ein bisschen Oxid und dann komme ich gleich rüber. Okay, dann komme ich mal zu dir. Also brauche ich kein Knochenmesser für dich herstellen, das hast du schon. Hm. Also von die Ausrüstung einmal komplett. Mhm. Bist du denn irgendwo vor mir? Bei der Kapsel? Da bist du, ja, ich sehe schon. Guck. So, warte, gibt einmal Ausrüstung. Komplett. Sehr gut. So, wollen wir direkt los oder brauchst du noch irgendwas? Achso, Verband mache ich nochmal. Ein paar. Okay. Okay, brauche ich noch ein paar Pflanzenfasern? Dann bin ich bereit. Okay. Ja gut, dafür ist die Sichel halt doch schon gut, wenn du Pflanzen, also nur Pflanzenfasern brauchst, ist sie schon, geht schon deutlich schneller. Okay, so, ja, bin soweit. Okay. Bin noch hier in der Kapsel, ja, da so.
Dann wollen wir doch direkt mal losgehen. Hast du schon markiert, ne? Jo. Dann haben wir Bier markiert. Mhm. Ah, Oxid brauche ich, ne? Ah, Mist. Hast du doch noch nicht genug Oxid? Nee, Oxid habe ich gar nicht so. Vorne, also am Anfang ja, Oxid, dann habe ich. Ich nehme nur ein bisschen mit. Sollte man vorankommen. Da laufen ein paar Rehe rum. Ein paar Hirsche. So. Okay, dann müssen wir mal rein. Okay. Bist du vom Berg links oder rechts lang gelaufen? So. Ich stehe hier gerade noch und. Links, okay. Haben wir ein bisschen Fleisch? Ach, da bist du, ja. Kleine Gemse. So, ein bisschen Fleisch habe ich jetzt auch schon für uns. Na, kommst du oder? Nicht? Ich habe ihn gehört. Der Wolf hat mich attackiert. Achso. Ach, der Wolf läuft auch hinter dir. Oh, noch einer. Ich habe das auch mal mit den Lebenspunkten jetzt geskillt. Das ist auch ganz praktisch. Sieht man deutlich früher als den Namen oder so ein Symbol. Achso, ja. Ach so, ich meine hier mit den Dingsbums. Die Lebensbalken. Ja. Genau. Achso, ist ja auch relativ am Anfang, ne? Mhm. Das Einzige, was ich doof finde, waren starke Schultern. Ja, das mit den Tragen, das hätte man nicht reinnehmen müssen, eigentlich. Ja, aber das kannst du leider nicht umgehen, ne? Ja. Also ich habe auch einen Talentpunkt in Eisbär-Dings gelegt. Also zur Not kann ich uns auch Eisbärfell machen. Aber die Technikpunkte will ich in erster Reihe machen, wenn wir es wirklich haben. Ne? Ja. Okay, kommst du oder? Ja. So, dass ich wenigstens 50er Stick von dem Oxid habe. Wahrscheinlich ist ja gleich wieder eine Kiste mit so einem Radar oder so ein Sender-Ding drin. Gucken wir doch mal. Richtig wüstig sieht es ja nicht aus, ne? Nö, das kommt wahrscheinlich noch. Die müssen wir mehr in die Canyons. Ach, da häutet er einfach ein erlegtes Tier. Wollte nur Zeit sparen. Da sind zwei Wölfe. Ich nehme den linken und den rechten, bei den hinteren. Okay. Weil die gehen mir, glaube ich, am meisten Erfahrungspunkte, ne? Okay, meiner ist tot. Jo, die Tor. Okay, dann wollen wir noch mal weiter. Ja, kommt da ein Hindernis. Hoch. Ja. Manchmal gehen wir das mal weiter und dann schafft man es doch nicht.
Ah, da ist schon die Kiste. Knochenfälle herstellen. Ah, hier sind sogar zwei drin. Tragbares Signal. So, nicht mal eins auf. These GPR stations link up to record subterranean geographic data. Without them, we're searching for exotics blind. Kannst du auch mal eins mitnehmen? Also, wenn ich mal herkommst. Ja, kann man. They need line of sight to connect. So you gotta raise them up. Ach, das ist auch wieder vorbeigelaufen. Okay, time to move out. Also nehme ich noch eins raus. Genau. Diesmal sind da so blaue Markierungen auf der Karte. Ah, okay. Schick. Okay, dann direkt weiter, oder? Sieht interessant aus. Mhm. Auf dem Rücken ist so ein. Ja. So eine Art Rucksack, so ein Plastik. Und dann ist es so ein Draht drumrum. Mhm. Ja, da sieht man noch schon ein bisschen Wüste vor uns. Das ist noch ein Wolf. Können wir den mitnehmen, oder? Ja. Sind zwei. Wo war der andere? Ah, da hinten. Okay. Ah. Okay, also ein Rehkitz mit Messer geht noch, ne? Aber so ein ganzes Reh. Ja, das wird dann schwierig. Okay, ich gehe jetzt schon ein bisschen weiter Richtung Wüste. Ich nehme mal nur ein paar Stöcker mit. Sind ja auch ein bisschen selten. Ne, bist du auf jeden Fall, ja. Noch einen Wolf gesehen. So. Oh, da ist ein Wildschwein. Da war ein Wildschwein. Aber auch gleich Level 80. 80? Die anderen waren so 24, was ich gerade so gesehen habe, ne? Mhm. Wahrscheinlich sind die jetzt wieder ein bisschen höher in der Wüste. Mhm. Ich kann gerade aber gerade die Knochen nicht zerlegen, obwohl ich quasi vor dem Bildschirm stehe. Ah, jetzt. Wo bist du denn? Ach, du bist gleich bei mir. Ich habe noch ein paar Fische mitgenommen. Und dachte ich mir schon fast. Aber die Piranhas haben wieder vergiftet. Aber wenn wir noch keine Holzkohle haben, wird das nicht. Was ist denn ein Vieh? Ein Zebra? Die Frage ist die Nase gerade nicht das gleiche? Ich sehe jetzt zumindest ein Wildschwein wieder. Nee, ein Puma. Ich hab dir mal ein Piercing verpasst. Aber auch schon 97. Okay. Ah, hier fängt die Wüste an, okay. Wie viele Stöcke habe ich mit? Was wird Stöcke? Okay. Ja, ein paar Stöcke können wir noch mitnehmen, ne? Ja, dann ernte mal ein paar Büsche und kleine Bäume und so. Ist ja gerade noch so eher so eine Mischung aus beiden, ne, Gebieten. Das ist cool irgendwie. Oh, da geht die Wüste richtig los. Gehen wir auf die andere Seite. Das sieht ein bisschen besser aus vom Weg her.
So, wie viele Stöcke habe ich mit? 100 Stöcker, ich weiß nicht, reicht das? Ja, das reicht ja erstmal. Zum Teil habe ich auch 212 mit. So, okay, da müssen wir runter. Okay, du bist anscheinend auch ungefähr da, wo ich bin, plus bist du da unten, wo wir gehen und mal rumlaufen, glaube ich, oder? Ja, da unten schrieb hier rum, ich bin da oben lang gegangen. Jetzt muss ich auch runter. Jetzt oben oder bist du unten? Ich bin. Ja, voll zum runter. Okay, dann komm mal runter. Ach, da bist du. Ja, aber ich dachte, du bist hier unten und wollte schon mal entgegenkommen, weil hier so viel rumgekrochen ist. Fast tot. Ja, nach den vier Wildschweinen, die ich erledigt habe. Das ist natürlich riskant. Ich habe nicht ihr gesehen, dass er zwei sind, aber nicht vier. Ein bisschen viel auf einmal. Jetzt muss jede Menge Fleisch wieder. Mein Kater hat ein Wildschwein und mir neuen Fleisch gegeben. Das ist schon viel. Auf jeden Fall Fleisch satt, würde ich sagen. Okay, wollen wir dann? Na klar, ich bin soweit. Sagt er ankam und kommt nicht mit. Ist links nach unten. Wir müssen auf die Platte. Jede Menge Elefanten. Müssen wir denn lang? Ups. Der Wasserfall hat mich getötet. Hat dich getötet? Ja. Liegt hier, also genau, in die Richtung, wo du jetzt genau weiterlaufen. Ja, ich komme ja nicht nach oben, ich muss erst wieder was bauen. Nee, ich gehe unten, ich gehe unten. Ach, da. Wo die Beine gerade so rausgucken. Ja. Das Wasser ist nicht so tief, ne? Deswegen hast du falsch Hand gekriegt. Ja. Mit der Wasserfall gefüllt. Links oder rechts rum? Ich würde eigentlich links rum empfehlen. Ja, was? Ja, links rum sieht gut aus, ja. Trau dich. Ja, gut gemacht. Hast du nochmal getrunken und so? Wahrscheinlich war das jetzt wieder relativ leer, oder geht das? Was das ist viel, nur Sauerstoff und Essen. Oh, Sauerstoff geht ja gleich automatisch, wenn du da reinmachst. Ja, schon wieder halb drei, wird gleich wieder dunkel, sollten wir vielleicht mal schnell hinkommen. Oder eine Höhle suchen, wo wir kurz schlafen können.
Gibt's irgendwas in den Skin? Kann das dann schon eine HP-Ring? Nee, ne? Wahrscheinlich. Shit, jetzt kommt der Elefant hierher. Rückzug. Ah. Den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ja, der ist jetzt wieder friedlich. Okay, heute hier nicht. Hat sie den Elefant abgenommen von da oben, oder? Was sagst du? Hat sie den Elefant von da oben abschneiden? Ja, wenn er nicht so rumzuppeln würde. Ich meine noch die Jena und dann können wir weiter. Aber wir kriegen auch gleich Schaden, das ist ja sogar so ein Sturm, wo richtig roter Bereich dabei ist. Es ist ja doch hier noch irgendwo eine Höhle. Also mit Level 90 Elefant will ich mich jetzt auch nicht eigentlich anlegen. Nee, muss nicht sein. Oh Puma, der greift uns gleich an. Der greift uns an. Besten. Weiter Richtung Ziel gegangen, vom Elefant weg. Oh, da bin ich. Ist hier irgendwo eine Höhle? Sieht aus wie eine Höhle. So, die Erkennung sieht aus wie eine Höhle, da kann man wahrscheinlich nicht buddeln, oder? Ist auch kein Dings, oder? Ach du, doch, die geht runter. Hier, hier. Der Sturm geht weg. Ne, bei mir steigt das noch. Ne, das ist jetzt weg. Und dann lieber weiter. Bringt nichts, wenn einer da steht. Okay, dann gehe ich halt alleine weiter. Okay, ich hole. Ja, wenn ich nur Shatter habe, dann ist aber gut. Geht auch nichts. Ich glaube, da ist noch ein Puma. Oben hier. Das ist ja wirklich, ja. Ich hätte nur gleich mal ein Feuer machen oder so. Ja. Wo ist noch eine Höhle oder wie? Ja, deswegen gehe ich ein bisschen hier außen lang. Oder wir mal quer rüber gehen. Richtung Ziel. Ach komm, gehen wir mal quer rüber. Ich glaube, hier kommt jetzt auch nichts. Hilfe! Aber siehst du da im Hintergrund auch was Blaues leuchten? So eine Art Ring oder so? Da ganz hinten, wo wir gerade hinlaufen? Ja, so eine Markierung sehe ich da wahrscheinlich, ne? Ja. Aber dieses blaue Leuchten und so ein Kreis, da muss ich gerade so ein bisschen an Stargate denken. Ja. Da hat vielleicht auch nochmal ein Spiel rauszukommen, wäre cool. Ja, da sollte jetzt so ein Echtzeitstrategiespiel rauskommen. Bin ich mal gespannt. Okay, hast du irgendwie mehr Ausdauer? Du bist auf einmal so weit vorne. Verstanden hast du. Dann kommen wir runter, doch geht. Genau, da lang und dann genau. Das ist nochmal so eine Stufe, ne? Wirklich ein größeres geht. Ja.
Ja, jetzt rechts und links lang. Ah, Markierung ist wahrscheinlich oben, ja. Rechts würde ich sagen, oder? Schwierig zu sagen. Ja, lass rechts lang. Oh, du schon Schaden, ne? Ja, du noch nicht? Nee, nee, nee. Achso, du warst ja auch schon unter den Dings geschützt. Nee, muss ich machen. Aber ist ja auch gleich vorbei. Nee. Spiel auf. Ja, klar, das muss so ein Kompass ist, der den Weg weist, ne? Jetzt könnte ich uns noch so eine Leiter basteln, dass wir nach oben kommen. Nämlich, glaube jetzt auch ein bisschen länger aus, was wir nach oben brauchen. Ich habe eine Leiter basteln. Okay. Okay, das ging ja gut. Ja, war um und anscheinend auch ein bisschen weiter weg als gedacht. Aber das Aufheben dauert immer so lange, das könnte man irgendwie auch noch ein bisschen optimieren. So, versuch's nochmal hier so. Geht ja gerade gut. Okay. Oben. Ich hab noch ein paar Oxid-Ringe gesammelt. Okay, das ist anscheinend auch wieder zu weit weg. So, warte mal einen Augenblick.